Hallo Freunde, willkommen zurück in der Fischfabrik. Ja, das hier hat uns nicht allzu viel gebracht. Dieses hier hochklettern und dann immer wieder hier oben festhängen. Ich kann euch aber sagen, warum ich das versucht habe. Und ich möchte euch das auch gerne sagen, weil das vielleicht ein interessanter Fakt über dieses Spiel ist. In der kurzen Zwischenzeit, in der ich diese Munition da geholt habe, bin ich hier zurück und habe einfach mal geguckt, ob es da weitergeht. Und da bin ich irgendwie so hier hochgegangen, dass ich mich hier durchgeglitscht habe und genau da drin wiederkam. Und da war ich einfach der Meinung, das muss da weitergehen. Aber das ist gar nicht richtig, das ist falsch. It's locked. Hier sagt er nämlich, es ist abgeschlossen. Das könnte ja ein Hinweis darauf sein, dass es vielleicht irgendwie aufgeschlossen werden kann. Das heißt für uns, wir müssen einen Schlüssel suchen und gucken, wo es weitergeht. Und ich habe da so einen Verdacht, wo das sein könnte. Hatten wir hier aufgeräumt? Ja, hier hatten wir alles weggeräumt. Ne? Guck mal hier. Schaut mal da. Schaut mal. Ne? Seht ihr das? Hopp. 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 Und hier unten durch. Schon sind wir in dieser Halle hier. Ist hier etwas oder vielleicht sogar jemand? Finden wir es heraus. Es klingt sehr still. Das klingt nach Medizin. Das ist sehr gut. Verbandskästen sind ein Traum. Da hängen Schlüssel. Seht ihr das? Hier liegt noch Munition. Nehmen wir uns die Schlüssel. Jack, I'm up here. Ruth. Ruth, what the hell are you doing up there? I must have been followed. They stormed inside just moments ago. There was gunfire outside. I only just managed to climb up here and threw the ladder down to escape. I'm trapped up here, Jack. The door's padlocked and this ledge isn't gonna hold for much longer. I don't want to die, Jack. Help me. Keep back. I'll figure something out. I can hear something. Spread out. Oh nein. Find him. Spread out. Look everywhere. Outside. Show yourself the area. Wilder. Find him. Spread out. Come here. I'm the one in favor. Let it wild fire. Lock it up, kill. We see him. So, jetzt gibt's hier... Oh, 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 oh. Wie viele sind das? Ja, ja, ich gehe schon weg. Oh, scheiße. Oh, wie viele seid ihr? Können wir uns schnell heilen? Jetzt hat es ein bisschen erwischt. Scheiße, wir brauchen Verbandszeug. Wir haben keins mehr. Shit, 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 shit. Please help me. Au, 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 au. Behind you. Ah, oh, okay. Das habe ich blöd angefangen. Ich weiß aber noch nicht, wie ich es beende. Huh, wo bin ich? Da muss ich lang. Leute, Leute, Leute. Ob ich da flüchten sollte lieber? Ich meine, wir wissen ja, wo es weitergeht. Ich versuche dann mal abzuhauen und nicht die direkte Konfrontation zu suchen. Ich glaube, dafür ist diese Stelle nicht konzipiert. Sonst hätte ich sie geschafft mit meinen übermenschlichen Skills in Shootern, die ihr ja mit Sicherheit schon bemerkt habt beim Zuschauen in den letzten Folgen. Erstmal wieder alles einsammeln hier. Jetzt gucke ich mich erst nochmal kurz hier hinten um. Vielleicht liegt hier noch irgendwas, was uns hilft. It won't budge. It won't budge. Da oben ist die Ruth. Okay. Kann ich das irgendwie verriegeln hier? It's locked. Okay, abgeschlossen. Gut, viel mehr finden wir aber auch nicht, was uns weiterhilft. Wir flüchten jetzt einfach mal, was das Zeug hält, da hoch. Jack, I'm up here. Ruth, what the hell are you doing up there?
I must have been followed. They stormed inside just moments ago. There was gunfire outside. I only just managed to climb up here and threw the ladder down to escape. I'm trapped up here, Jack. The door's padlocked and this ledge isn't gonna hold for much longer. I don't wanna die, Jack. Help me! Keep back! I'll figure something out. I can hear something. Spread out! Find him. Spread out! Look other way! Outside! Show yourself! Search the area! I'll show you. Wider! Find him. Spread out! Come here! Nimm die Beine in die Hand, nimm die Beine in die Hand. Don't get yourself killed! Flüchten, 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 was das Zeug hält. Sind wir hier wieder in Sicherheit? Wie schwer hat's uns erwischt? Ach du Scheiße, noch schlimmer als eben, dabei bin ich... Aber diesmal können wir uns wenigstens komplett heilen. Oh wei, oh wei, oh wei. Ob das alles so gut ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, liebe Freunde. Habe ich geladen? Warum atmest du denn immer noch so schwer? Ist doch alles gut. Wir speichern mal. Und zwar auf diesem Slot hier. Unser Munitionsvorrat ist nicht wirklich hoch. Also die Maus ist immer sehr, sehr empfindlich nach den Ladebildschirmen. Das ist etwas anstrengend. Gut, wir sind hier drin. Wir schließen die Tür. Was können wir hier finden? Wahrscheinlich nur den Tod. Ruth? Ah, hier unten sind sie alle. There's not much time. Okay, da unten sind sie alle. Wir müssen hier hoch. Ich bin schon fast bei dir, Ruth. Halte kurz durch. Da drüben ist sie. Just swell. I hate heights. It's a pentacle helps. Ich bin schon da, Ruth. Ich bin schon da. Please help me. Ich bin da, Ruth. Alles ist gut. Come on, sweetheart. Brian's meeting us out back. I'll never be able to make it across the rafters. You'll have to get that door open. Na toll. I can feel it moving. Help me! Was bewegt sich denn? Was bewegt sich denn? Was ist los mit dir, Mäuschen? It's a pentacle helps! The padlock's old and rusted. Na, dann werden wir das mal... There's not much time! Let's get the hell out of here! Lead the way. Okay, Ruth, bist du da? Komm her, Schatzi. Nothing of interest. Lass mich doch mal die Tür zumachen. Geh mal von der Tür weg. So ist recht. Mädchen, du siehst sehr ungesund aus. So, bleiben wir ganz entspannt. Bleiben wir ganz entspannt, Freunde. Okay, da geht's raus. Erst schauen wir, ob es hier noch was für uns gibt. Wenn ich hier heruntergehe, bin ich wo? Ich kann hier nicht runter. Na, dann lassen wir das auch mal. Das hier sieht eh so aus, als müssten wir hier entlang. Gut. Komm, Ruth. Jetzt muss ich hier auch noch den Babysitter spielen. Das ist sehr gut. Das können wir brauchen. So, was gibt's hier noch? Irgendwelche Geheimnisse? Nein, das sieht nicht danach aus. Okay, okay, okay. Ruth, wo bist du? Da hinten stehst du. Hopp. Da gibt's auch nichts. Was ist hier drin? It won't open. Okay, die wird nicht aufgehen. Da ist der Laster. Come on, Ruth. Hurry the hell up.
There's a bridge out of town not far from here. Just hold on. Shit! Did I ask for your damn opinion? Remember who funds this damn nut house. Very well. He's awake. Ah, Mr. Walters. Our friends in the Boston PD hold you up as quite the hero. Before you went all screwy, that is. I don't like heroes, Mr. Walters. And I don't care for your opinions, whoever the hell you are. J. Edgar Hoover, from the Bureau. And considering your position, Mr. Walters, you best mind your manners. Now, what was your business in Innsmouth? Just stopping in on some broad. I was feeling down on my luck. Needed the company. Ah, bullshit. There are only two types of folks that visit Innsmouth. Criminals and fools. And you don't seem like a fool. Appearances can be deceptive. I see. Dr. Hardstrom, if you'd be so kind. Ich möchte meinen Kopf nicht so gerne drehen. Nein. Nein. Ah! Oh Gott, was passiert hier? Wake him up! Lasst mich in Ruhe. Ich kann mich nicht bewegen. Just charge me with something, because I don't know nothing. This is not gonna stop, Mr. Walters, so you may as well level with me. I already told you. It was nothing. Missing person case, and I needed the dough. I didn't want to die. Why did you let him kill me? Leave me alone. Mona? Nicht du schon wieder. Nein. Nein. Lass das. Ah. I was only checked in for one night. And I had to blow the joint in the early hours. Seems the locals didn't take kindly to my snooping. For Christ's sake, Walters! Is it normal in your line of work to break a punk out of the can, then breeze out of town in a stolen car? Only on the good days. But not normally, no. I've had a shitty night, Hoover.
So I'd really appreciate you cutting me some slack. What's the Bureau's beef with Innsmouth, anyway? Widespread criminal activity, Mr. Walters. And half the damn town's involved. Our government's never had to handle something on this scale before. But they won't sanction a full-scale operation without more evidence. Well, I appreciate the bedtime story. I don't see where I come into this. Thanks to your meddling, Mackey's gone missing. And he was close to something. Something we could use. Missing? What do you mean, missing? He was supposed to check in hours ago. Our plans have now changed. You'll be accompanying us back into Innsmouth, Mr. Walters, on a small-scale raid. Our target? The Marsh Refinery. I'm not your lapdog, Hoover. I don't work for the Bureau. I'm not in the business of making requests, Mr. Walters. Or have you forgotten your past so quickly? A signature here, a signature there, and we can make you a permanent fixture of this delightful establishment. I could even arrange for you to have your old room back. Fuck you. Good night, Mr. Walters. Pleasant dream. Na, das hat sich ja gelohnt, dass diese Pisser mich gerettet haben. J. Edgar Hoover höchstpersönlich foltert uns mit seinem Gesinde. Na super. Die Regierungstypen. Bei meiner Befragung stellte sich heraus, dass das FBI Innsmouth seit einiger Zeit beobachtet. Mackey war der Informant, doch jetzt ist auch er verschwunden. Hoover und seine Jungs haben eine Razzia auf die Marschraffinerie vor und ich bin dazu eingeladen, ob ich will oder nicht. Als ob ich in den letzten 24 Stunden nicht schon genug durchgemacht hätte. Ich habe versucht, Hoover zu erklären, was sie in dieser Raffinerie erwartet, was unter der Oberfläche dieser Stadt lauert. Aber er hat mir nicht geglaubt. Was mich nicht sonderlich überrascht. Ich würde mir auch nicht glauben, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Und Hoover hat nicht gesehen, was ich sah. Den Fragen zufolge, die Hoover mir gestellt hat, weiß das FBI so gut wie gar nichts über Innsmouth oder die Raffinerie, obwohl es den Ort seit längerer Zeit unter Beobachtung hat. Das ist keine Überraschung, da es sich vor über 50 Jahren von der Außenwelt abkapselte und niemand außerhalb Innsmouth seinen Namen in der Raffinerie war, seitdem in der Raffinerie war. Ich vermute, dass Mackey ihm nicht viel erzählt hat. Oder er glaubt Mackey genauso wenig wie mir. Hoover ist der Meinung, dass die alte Goldraffinerie die Haupteinnahmequelle der Familie Marsh ist und als Basis für eine Art Kriminellenbande fungiert. Er ist der Meinung, dass wesentlich mehr Gold aus der Anlage kommt, als dies anhand der eingekauften Erzmengen möglich ist. Und er will den Grund dafür wissen. Als ich hier in Innsmouth ankam, stellte ich mir auch alles viel einfacher vor. Nun beneide ich ihn um seine Unwissenheit. Ich muss einen Anblick dargeboten haben, als sie mich fanden. Sie haben mich natürlich mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt, aber inzwischen fast abgeklungen. Ich fühle mich ausgelaugt. Ich wünschte, ich könnte die Medikamente für die Träume verantwortlich machen, die ich hatte, als ich bewusstlos war. Aber sie waren wie diejenigen, die ich neulich nachts im Gilman Hotel hatte. Die Träume werden immer klarer, schon fast wie Erinnerungen. Ich sehe auch laufend Bilder von anderen Dingen. Sie scheinen grundlos plötzlich von irgendwo aus meinem Kopf zu kommen. Ich habe keine Ahnung, was sie bedeuten. Außer, dass ich mich zusammenreißen muss. Ich will nicht wieder in der Anstalt von Arkham landen. Die Razzia ist für morgen angesetzt. Ich würde alles geben, um nicht wieder in diese Stadt zurück zu müssen. Die Regierungstypen haben mir Ruths Brosche gegeben, die sie im Autowrack gefunden haben. Eine weitere schmerzliche Erinnerung. Tja, Freunde. Wir sind gerettet und wir werden zurückgeschleift nach Innsmouth in die Marschraffinerie. Aber das, liebe Freunde, erst in der nächsten Folge. Let's Play Call of Cthulhu. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.